Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Epoch. Ja, wir haben in der letzten Folge den Schlüssel zum lichtlosen Gehölz gefunden. Und ich habe es ja schon angekündigt, ich würde den mit euch in dieser Folge gerne angehen. Das heißt, wir öffnen jetzt, ich hoffe, das klappt auch, ja. Wir öffnen jetzt hier das Tor. Jeder Dungeon-Versuch erfordert einen Schlüssel. Wenn du stirbst oder die Arena durch ein Portal verlässt, scheitert der Versuch. Ja, das klingt so, als wenn man mehrere Schlüssel sammeln könnte, aber ich bin zu neugierig. So, Dungeon-Rang wählen. 1, Stufe 20. Dungeon betreten. Die Fähigkeit brennende Glut wird im lichtlosen Gehölz erhalten. Solange die brennende Glut an deinem Charakter heftet, verliert sie Leuchtkraft, wenn er getroffen wird. Dadurch verringert sich der Radius, in dem Gegner von der Glut Gegner hell hervorgehoben werden. Die Menge an verlorener Leuchtkraft richtet sich nach dem verursachten Schaden als Prozentsatz der maximalen Lebenspunkte des Charakters. Hä? Die Menge der verlorener Leuchtkraft. Oh Gott, ey, da habe ich ja. Die Leuchtkraft kann durch das Erschlagen eines Glutelementars wiederhergestellt werden. Gegner außerhalb des Lichts der Glut verursachen erheblich mehr Schaden und erleiden erheblich weniger Schaden. Okay. Ja, okay. Ich habe es nur teilweise verstanden, aber was ich verstanden habe, dass Gegner, die sich außerhalb der... Was? D? Was ist mit D? Brennende Glut. Mana-Kosten. Kann ich das aktivieren? Ach, ich kann das verschieben. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ich kann das zu den Gegnern schieben, wenn ich möchte. Und wenn die von dem Licht erfasst werden, erleiden die halt auch mehr Schaden und fügen mir weniger Schaden zu. Und das ist bestimmt so ein Glutelementar. Ja, und da können wir das wieder aufladen. Jo. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wie der seine Leuchtkraft verliert. Wodurch? Wenn ich getroffen werde jedes Mal, oder? Eieiei. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, wenn ich getroffen werde, dass der dann Leuchtkraft verliert. Aber hätte man das nicht von der Beschreibung her ein bisschen verständnisvoller erklären können? Stufe... Was? Stufe 5? Was? So, könnt ihr jetzt mal einfach hier kurz aufhören? Schurken. So, wir wollten... Wollten wir das noch weiter steigern oder wollten wir bei Scharfschützen schon irgendwas machen? 8, 8. Was haben wir hier? Jeder dritte Nahkampfwurf oder Bogenangriff verursacht erhöhten Schaden. Schadensbuff 60%.
Wenn du eine Fertigkeit ohne Mana-Kosten einsetzt und einen Gegner triffst, stellst du Lebenspunkte und Mana wieder her. Ohne Mana-Kosten haben wir ja das und das, was ich ja momentan sowieso sehr gerne benutze. Lebenspunkte und Mana sogar. Ja, warum nicht? Pro Treffer? Hallo? Oh, rachsüchtige Fäulnishöhle der Schatten. Oh, der hat nur noch 35% Leuchtkraft. Da kommen wir nicht durch. Okay, obwohl die Karte da lang geht. Das wäre jetzt hier aber auch fast mein Tod gewesen, ne? Ich sehe jetzt aber auch kaum noch was, weil die Leuchtkraft ist bei 0. Ist aber auch riesig. So, und wie war das? Teleportieren darf ich mich nicht? Suche nach dem letzten Titan. Da ist ein Tor. Ich weiß nicht, ob wir im Bosskampf überleben. Oh, da haben wir wieder so ein... Ja, ist wieder aufgeladen. Sehr schön. Na, sag das nicht. Also ich find's hier nicht so easy. So, das war's nämlich jetzt. Theoretisch würde ich mich jetzt teleportieren. Ich weiß nur nicht, ob ich dann hier wieder zurück kann. Wir werden es gleich sehen. Schön. Jetzt haben wir einen Schlüssel verballert, ne? Es ist kein Portal hier. Ich kann nicht zurückkehren. Yes. Oh, das ist böse. Das ist richtig böse.
631 Schaden. 604, alles klar. Ja, 631. Das ist jetzt natürlich echt mies. Sollte ich da jetzt wirklich einen Schlüssel verschwendet haben? Ja, das Tor ist wieder zu. Und wir bräuchten einen neuen Schlüssel. Ach man. Human, can you understand? Ja, kann ich. Aber mit dir haben wir auch schon gesprochen. Das ärgert mich jetzt richtig. Gut, dann machen wir beim Velryn Imperium weiter. Ich war mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob das so erklärt wurde. Aber ja. Aber das, dann ist das halt auch wirklich scheiße mit dem Loot da, ne? Du kannst das ja nicht... Kannst ja da nicht alles mitnehmen. Okay. Also fürs nächste Mal, wenn ich so einen Schlüssel finde, weiß ich, dass wir dann halt bei der Beute ein paar Abstriche machen müssen, ne? Da muss ich mich entscheiden, was ich da behalte und was nicht. Ich hätte schon gerne einen Bosskampf da im Dungeon gemacht. Aber ich glaube, das lichtlose Gehölz wäre auch noch umfangreicher gewesen, weil das waren ja mehrere Gebiete. Wir waren ja gerade mal im ersten Abschnitt. Es hätte bestimmt auch 2 oder 3 Folgen gebraucht, um das komplett durchzuspielen. So, da steht ein Karren in der Tür, ne? Im Boden und hier in der Tür. Falsch platziert. Da oben geht's schon weiter. Oh, was bist du denn? Konnte ich jetzt nicht lesen? Irgendwas Trotziges auf jeden Fall. Da haben wir wieder Belagerungshauptmann Kaliga. Wieder so ein Bossviech. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum ich hier so viel Schaden einstecken muss.
So. Die Straße der Seelenwärter. Okay. Ist auch nicht gerade klein hier. Komm, sammel das ein. Wir wollen weiter. Muss auch wieder ein Nest hier irgendwo in der Nähe sein. Glocken. Not happening. Verschaffe dir Zutritt zur großen Akademie in Velrin. Wir haben aber noch eine zweite Aufgabe. So. Du hast mich gerettet. Eterra, wenn du nur früher gekommen wärst, dann wären die anderen noch. Es tut mir aufrichtig leid. Du musst Alrik helfen. Dieser Idiot hat anklingen lassen, dass er etwas weiß. Jetzt haben sie ihn mitgenommen und werden ihn verhören. Oder noch schlimmer. Wo bringen sie ihn denn hin? Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Ring, seine Magie ist mit ihm verbunden. Die Verstoßenen drüben am angestiegenen See könnten dir bei seiner Aktivierung helfen, damit er dich zu ihm führt. Ich würde ja mitkommen, aber ich glaube, ich bin dazu nicht imstande. Wo ist der angestiegene See? Du musst in Richtung Westen gehen. Am See lief, tief im Sumpf, gibt es ein kleines Lager. Finde sie, bevor es zu spät ist, bitte. Suche am Rand des Sees einen Stein mit Runeninschrift. Berühre ihn mit Alriks Ring und die Verstoßenen werden dich in ihr Versteck lassen. Ich werde ihn finden, keine Sorge. Ja. Wir haben aber, wie gesagt, im Norden auch noch eine Quest.
Verzwillingter, Verzwillingte, Verzwillingtes, oh Gott. Sehr schön. Da haben wir wieder das Problem. Und jetzt porten. Ist die Karte nämlich wieder Schrott. Wir müssen hier aber noch einen ganzen Teil aufdecken, ne? Ich weiß, ich weiß. So. 17% von Trank-LP werden in Schutz umgewandelt. Erhöht Blitzschaden, erhöht Diener-Blitzschaden. Dann wären wir mal zurück in die Stadt. So, Castgeschwindigkeit, Feuerbeständigkeit, Gesundheit. Und bitte wieder einmal zurück. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Map. Ich wusste es. Och Mann. Der steht ja noch. Mann, die sind aber widerspenstig jetzt hier. So, ich weiß jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig, wo wir schon waren und wo nicht, aber ich glaube hier im Mittelteil
Den haben wir vorhin noch nicht aufgedeckt gehabt. Aber hier ist auch nicht viel. Ja, das ist echt immer ein bisschen schade, ne, mit der Karte hier. Aber gut. Was nutzt das Jammern? Kann man nur hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal mit zukünftigen Patches und Updates behoben wird. So, hier unten. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein bisschen was kommt oder nicht. Komme ich nicht mal hin. Not happening. So, hier war ja Ende im Gelände. Hier an der Stelle auch. Super. So. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Fächerpfeil mittlerweile auch mehr Schaden macht als dieser Feuerpfeil. So, damit haben wir ja die Map jetzt eigentlich aufgedeckt, komplett. Weil hier oben rechts waren wir ja schon, wir sind ja einmal außen an den Randgebieten komplett rumgelaufen. Das heißt, wir gehen jetzt da oben durch die Tür. Schauen mal, wo wir hier jetzt hinkommen. Die große Akademie. Das müsste ja die Nebenquest da oben sein, ne? Verschaffe dir Zutritt zur großen Akademie in Velryn. Oder ist das Hauptquest? Untersuche die große Akademie in Velryn. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.